angesichts der Flüchtlingskrise auf unserem Kontinent, von den ertrinkenden Menschen vor der Küste von Lampedusa, den ethnischen und religiösen und wirtschaftlichen Spannungen, die sich durch die unter dem Codewort Asyl ablaufende Masseneinwanderung nach Europa immer weiter verschärfen, sind wir Identitäre für zwei grundlegende Reformen des Asylsystems. Einerseits fordern wir unter dem Schlagwort Festung Europa macht die Grenzen dicht eine No-Way-Politik nach dem Vorbild Australiens. Kein Flüchtling soll mehr im Mittelmeer trinken, aber auch kein Flüchtling soll mehr nach Europa kommen. Wir wollen eben diese Massenerwanderung unter dem Codewort Asyl beenden. Gleichzeitig fordern wir aber unter dem Stichwort Flüchtlingshilfe aus Europa statt Flüchtlingsströme nach Europa eine Hilfe vor Ort. Den Schlepperbanden und Profiteuren der Asylindustrie in Europa soll das Handwerk gelegt werden. Dazu ist es nötig, dass wir die Massenerwanderung über das Mittelmeer und andere Wege nach Europa stoppen und stattdessen Hilfe vor Ort leisten, um den Menschen später nach dem Ende der dortigen Konflikte wieder eine Zukunft in ihrer Heimat zu ermöglichen. Wir erleben gerade ein Zeitalter der Krisen und die Flüchtlingskrise ist eine davon. Die öffentliche Meinung schaut momentan, oder die veröffentlichte Meinung beschränkt sich auf zwei Standpunkte. Einerseits ist es das laute Refugees Welcome, totale Solidarität mit den Flüchtlingen. Andererseits ist es Grenzen dicht, Festung Europa. Mir geht es darum, dass man diese Krise, die eigentlich nur eine logische Konsequenz ist, wenn man es analytisch betrachtet, diese Krise radikal anzugehen, das heißt an die Wurzeln des Übels vorzudringen. Solidarität mit den Flüchtlingen, totale Solidarität mit den Flüchtlingen, aber die Solidarität mit den Flüchtlingen soll so weit gehen, dass man dafür sorgt, dass in ihren Heimatländern, da wo diese Menschen wegflüchten müssen, Bedingungen herrschen, die ein würdevolles Leben garantieren. Max Horkheimer hat gesagt, wer über den Kapitalismus nicht reden will, soll über den Faschismus schweigen. Ich schließe mich dem an und sage, wer über Krieg, Besatzung und Ausbeutung nicht reden will, soll über Flüchtlinge schweigen. Ich fand dein Statement vorher zu Horkheimer sehr interessant, eben, dass wir vom Kapitalismus, also dass man eben in diesem Zusammenhang vom Kapitalismus schweigen soll. Sehr interessant, ich kenne nämlich das abgewandelt nur von Alain de Benoist, der gemeint hat, wer über die Ausländer spricht, darf vom Kapitalismus nicht schweigen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Flüchtlingskrise, dass eben diese Menschen eben missbraucht werden. Dass sie eben einerseits von diesen Schlepperbanden eben nach Europa, eben vor allem unter Vorspielung falscher Versprechen, eben mehr oder weniger hineingelotst werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sie eben zum Beispiel in Süditalien dazu missbraucht werden, für 50 Cent bis einem Euro die Stunde eben Orangen zu pflücken oder beispielsweise in den McDonalds-Filialen auf unserem Kontinent eben als Toilettenmädchen arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, dass eben diese, ich nenne es eben die Asylindustrie oder man könnte eben allgemein sagen eben der Kapitalismus, der dahinter steht, dass das wirklich eines der wesentlichen Probleme ist, um die man sich natürlich auch kümmern muss. Und ich glaube, dass wenn man eben dieses Problem, eben diese große Krise eben in dieser Hinsicht lösen will, selbst wenn man es jetzt zum Beispiel schon geschafft hat, dass jetzt eben ein weiterer Zustrom eben nicht mehr stattfindet, dann denke ich, müsste man auch ganz konkret eben nicht nur so eben Orangenfarmer in Süditalien angehen oder aber zum Beispiel die Firma McDonalds, sondern da müsste man sich zum Beispiel eben auch um so sogenannte Flüchtlingshilfeorganisationen, die eigentlich genau das Gegenteil machen, wie zum Beispiel die Caritas kümmern, die eben auch am Leid dieser Menschen verdienen, indem sie eben ganz konkret eben zum Beispiel eben Unterkünfte zu überhöhten Preisen eben herstellen, also herrichten, die die Regierung zur Verfügung stellt. Oder eben auch Klein- und Mittelunternehmen, das ist eben nicht nur die Großindustrie, die davon profitiert, dass man die eben auch zur Verantwortung zieht. Ja, ich sehe das eigentlich gleich. Mhm. Ja, es ist ja tatsächlich so, das wird ja gerne verschwiegen. Ja. Es bricht ja momentan auch in die veröffentlichte Meinung, ja, dass da ja tatsächlich eine Industrie dahinter steckt. Ja. Dass es ja so ist, dass diese Unternehmen, die Flüchtlinge betreuen, gewinnorientiert angelegt sind. Ja. Jetzt gab es ja den Skandal mit ORS, die Firma, die Dreiskirchen betreut.
Die ist ein Schweizer Konzern, ja. Und die irgendwie ganz nach oben gehen zu irgendwelchen Trusts. Ja. Und was halt für mich das in seinem Irrsinn Faszinierende ist, ist ja dann tatsächlich, dass es da ja zu Verbindungen kommt, die ja einerseits dadurch daran verdienen, dass in diesen Ländern Kriege herrschen, ja, die mit Waffenproduzenten verbandelt sind, die einerseits da Geld lukrieren und dann halt auch wieder über die Betreuung dieser Kriegsopfer. Ja. Also das stimmt, ja, das sollte in die Öffentlichkeit durchdringen. Ja. Absolut, vor allem, was ich auch immer wieder sehr erschreckend finde, das sind diese doppelten Standards, das ist diese Heuchelei, ja, die gerade in Bezug auf die Konflikte im Nahen Osten eben gerade angewandt wird. Wenn man sich ansieht, wer zum Beispiel Libyen mehr oder weniger in Schutt und Asche, ja, bombt, das war eine Militärallianz aus den USA, aus den europäischen Staaten, ja, vor allem Frankreich war ja damals sehr engagiert dabei. Oder aber zum Beispiel auch, wenn man sich diese Terrormiliz des Islamischen Staat ansieht, ist auch am Anfang zum Teil sehr stark von den Europäern gefördert worden, beziehungsweise von den Amerikanern. Und dass genau diese Menschen, die eigentlich, also diese Staaten, weil letztlich alle Menschen in Europa und im Westen kann man ja auch nicht dafür verantwortlich machen, dass eben eigentlich genau diese Staaten, die sich auf die Menschenrechte berufen und, ja, dann eigentlich Unmenschliches anrichten, genau in diesen Staaten, das ist eigentlich meiner Meinung nach so einer der wirklich wahnsinnigen Punkte in dieser ganzen Debatte, die auch immer wieder sehr gerne ausgeblendet wird. Ja. Ja, es ist ja tatsächlich so, es ist quasi dieser Ruf der Freiheit, ne, der im Namen der Demokratie. Ja. Genau. Wenn man das jetzt genauso kritisch betrachten würde, wie man den versucht, den Islam halt auch zu betrachten, dann könnte man ja auch sagen, die Demokratie ist im Kern gewalttätig. Ja. Okay. Jetzt kurz zu deinem Eingangsstatement. Ich betrachte die Identitären kritisch. Ja. Ja. Es ist aber nicht so, dass ich da jetzt irgendwie scheiß Rechte oder so. Ja. Mir ist lieber mit Menschen zu reden, als irgendwie jetzt den Konflikt immer weiter zuzuspitzen. Ja, so geht es mir auch mit Menschen. Ja. Und es wird halt nicht immer leicht gemacht, sowas. Ja. Jetzt, weil du gesagt hast, Grenzen dicht, keine Flüchtlinge mehr rein. Ja. Da tue mir ich ein bisschen schwer, weil momentan ist die Situation ist ja so, dass die Menschen müssen ja, die müssen weg. Ja. Wo ich für mich das Problem sehe, ist, wenn die dann da sind, dass man sie mehr oder weniger alleine lässt. Ja. Unsere Regierung ist nicht daran interessiert, also so kommt es mir vor, ja, ist nicht daran interessiert, dass da irgendwie eine Deeskalation herrscht, ja, zum Beispiel im Lager in Traiskirchen. Das ist ja absehbar sowas, wie das da passiert. Und da fühle ich halt ein bisschen mit diesen Menschen mit, weil sie mir dann einfach leid tun. Ja? Weil einerseits ist es ja der Westen, ja, der verantwortlich ist, dass sie da wegkommen. Und dann sitzen sie bei uns fest und werden halt auch wieder zum Spielball verschiedener Interessen. Und wenn ich mir dann von den Identitären Protestzüge anschaue, dann ist so an der Spitze ist immer der Slogan Grenzen dicht, Festung Europa. Ja. Da ist aber irgendwie niemandem geholfen damit, weißt du? Also nee. da habe ich ein bisschen das Gefühl, es wird, ich will gar nicht unterstellen mit Absicht, ja, aber es wird unbewusst ein wirklicher Diskurs in der Öffentlichkeit verhindert. Ja. Und zusätzlich zu dem habe ich dann ein bisschen den Eindruck, das will ich jetzt nicht euch als Identitären unterstellen, aber dem Umfeld sozusagen. Ja. Ja, zum Beispiel habe ich mir P-News, habe ich mir jetzt die letzten Tage ein bisschen angeschaut, wie da über euch berichtet wird. Und da wird ja schon wieder eine Solidarität zu den Verursachern zelebriert. Ja, also P-News zum Beispiel steht ganz oben, ist pro-amerikanisch. Ja. Und da habe ich ein bisschen die Sorge, dass über kurz oder lang sich aufgrund des Feindbildes Islamisierung oder Feindbild Flüchtling, dass sich da Synergien ergeben, die halt dann überhaupt kein Interesse mehr haben, eine Ursachenforschung zu betreiben.
Und das ist halt so ein bisschen mein Vorwurf jetzt an euch. Ja, ja, das ist sehr interessant. Das ist gut, dass ich da mal so online darauf eingehen kann. Also zunächst einmal, du hast das angesprochen mit dem Schlagwort Festung Europa. Ja. Also wir propagieren das eben vor allem deswegen und wollen eben ein Ende dieser Massenwanderung geben über das Asylwesen. Deswegen, weil wir eben tagtäglich diese Bilder sehen von den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Und in dem Zusammenhang sieht man halt wirklich eben, dass diese australische Flüchtlingspolitik, die letztlich eben niemanden mehr trinken lässt, ja, aber eben die Menschen zurückschickt, dass eben damit eben vor allem diesen Schlepperbanden das Handwerk gelegt wird. Wir haben ja vorher eben über diese Asylindustrie dahinter gesprochen. Ja. Und wenn wir jetzt eben darüber reden, dass wir die Ursachen auch bekämpfen wollen, dann muss man eben auch die Ketten, die sich eben mehr oder weniger von der Ursache letztlich eben nach Europa dann und in dieser Industrie eben weiter fortsetzen, muss man meiner Meinung nach vor allem bekämpfen. Weil meiner Meinung nach ist eben das Menschenverachtendste an dieser Sache eben wirklich die Ausbeutung der Menschen und des Leides, den man ihnen damit zufügt. Ja. Gleichzeitig haben wir aber eben in Europa, und das hat zum Beispiel auch der Bischof Turkson von der katholischen Kirche eben angemerkt, eben das Problem, dass sich die Europäer selber eben durch diese Entwicklung bedroht fühlen. Ja. Dass sie eben selber teilweise in Dreiskirchen eben merken, es gibt ja einen Anstieg der Kriminalität, ja, Mädchen werden belästigt. Und die verbinden das halt automatisch mit den Flüchtlingen, was natürlich in gewisser Art und Weise zulässig ist einerseits, weil das eben in diesem Zusammenhang mit diesen Menschen passiert. Andererseits muss man halt eben auch sagen, dass diese Menschen eben aus ihren Lebenszusammenhängen rausgerissen worden sind, dass die entwurzelt worden sind, teilweise schwer traumatisiert und dementsprechend kommt es zu diesen Szenen. Ich denke aber, es ist für beide Seiten, sowohl für die Flüchtlinge als auch für uns das Beste, wenn wir sie eben nicht zum Beispiel in Länder wie Österreich bringen oder andere europäische Staaten, die, wie du eben gesagt hast, einerseits kein wirkliches Interesse daran haben, diese Menschen wirklich zu versorgen, sondern die eigentlich nur eben ganz zynisch als Humankapital sehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist eben auch das Problem, dass wir irrsinnig, oder zumindest unsere Regierenden, irrsinnig überfordert sind mit dieser Aufgabe, überhaupt einmal genug Betreuungsplätze für diese Menschen zusammenzubringen. Und man hat das ja eh gesehen, wozu das führt, nämlich zu Zuständen wie in Dreiskirchen, wo ich niemanden von Amnesty International brauche, damit mir sagt, dass die katastrophal sind. Ja. Und dementsprechend denke ich, ist das Beste, auch um zum Beispiel eben so Unternehmen wie solche von der Terrormiliz im Nahen Osten, dem Islamischen Staat, eben gleich von vornherein abzudrehen, die meinen, ja, wir schicken da jetzt unsere Terroristen mit den Flüchtlingen rauf. Und das wird, glaube ich, zu noch einer viel größeren Stigmatisierung der Flüchtlinge an sich führen, die meiner Meinung nach gar nicht nötig ist. Denke ich, es ist eben, und denke auch wir Identitäre, ist es eben das Beste sowohl für uns Europäer als eben auch für die Flüchtlinge, dass zum Beispiel eben im Nahen Osten, in Staaten wie etwa der Türkei oder wenn man die große islamische Solidarität einmal wirklich einfordert, zum Beispiel Saudi-Arabien oder den Golfemiraten, sofern die das sich mit sich verhandeln lassen, oder Tunesien, dass man eben dort gerade von Europa betreute Flüchtlingslager aufbaut und dort die Menschen versorgt, weil ich glaube, es ist eben auch, wenn man diesen ganz konkret den wirtschaftlichen Aspekt herausnimmt, ist es zum Beispiel auch wesentlich effektiver, diese Menschen eben direkt vor Ort zu versorgen, weil es eben zum Beispiel mit den Lebenserhaltungskosten eben einfach besser ist und besser funktioniert. Und darüber hinaus, denke ich, kann man eben diese qualvollen Reisen über das Mittelmeer oder über die Balkanrouten und dann eben die Inhaftierung von diesen Menschen eben auch verhindern. Deswegen meinen wir eben, müssen wir diese Flüchtlingshilfe vor Ort leisten, weil wir sind ja nicht gegen Flüchtlingshilfe oder ja, dass man sich um diese Menschen kümmert, sondern wir denken halt einfach, dass es nicht sinnvoll ist, eben diese Probleme, die jetzt im Nahen Osten bestehen und in Nordafrika, auch wenn unsere Staaten die zum Teil mitverursacht haben, dann wiederum in Europa zu lösen, weil die dann einerseits zu einer Problemverlagerung führen, das werden ja teilweise eben auch dann die ethnischen Konflikte aus diesem Raum dann halt bei uns ausgetragen, klar, ja, zwischen Türken und Kurden oder zwischen Salafisten und anderen Anhängern. Und auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, was eben wir Identitäre dabei eben auch sehr vordergründig sehen, wenn wir uns an uns selber denken, ist, dass eben unsere eigene Identität dann letztlich eben dadurch bedroht wird, dass wir eben dadurch immer weniger werden. Es kommen 300.000 Menschen jährlich nach Europa, also im Durchschnitt in den letzten Jahren, und dieser Strom, der reißt die nicht ab. Aber wenn es eben so weitergeht, dann verlieren auch wir Europäer unsere Heimat, dann wären wir vielleicht auch einmal eben im Zuge dieses islamistischen Terrors, der natürlich eben auch über diese Terrorgruppen, die dann eben die Leute einschleusen, eben folgt, wären wir auch teilweise zu Vertriebenen in der eigenen Heimat. Es gibt ja schon in Paris und London Viertel, wo die Scharia mittlerweile gilt und wo auch der Staat einfach nicht mehr existiert. Und wir wollen einfach nicht, dass wir letztlich genau dasselbe Schicksal erleiden wie diese Menschen, beziehungsweise, und das ist, glaube ich, überhaupt die größte... Kurz bei dieser ganzen Sache, dass diese Menschen dann letztlich, die geflohen sind, um in Sicherheit zu kommen, genau mit denselben Problemen hier bei uns konfrontiert werden und dann wiederum fliehen müssen. Das ist dann mehr oder weniger ein Perpetuum mobile, die natürlich auch durch die westliche Politik des sogenannten kreativen Chaos, wie das der Journalist Pepe Escobar einmal bezeichnet hat, dem entstehen. Und ich denke, man muss eben vor Ort helfen
Und dann natürlich in weiterer Folge, du hast es angesprochen, eben vor allem außenpolitisch einmal ordentlich was ändern, gerade was eben die Unterstützung von Terrorgruppen angeht, eben aus Europa. Und um zum Ende zu kommen, die langen Ausführungen, deswegen meinen wir, dass man den Protest eben nicht gegen die Flüchtlinge richten muss, sondern gegen die Politiker, die genau hinter diesem Prozess des großen Austauschs, eben, dass wir durch Dohlen immer weniger werden und eben die Ausländer immer mehr, eben durch diese zynische Politik, dass genau dieser Prozess eben gestoppt wird, dass man eben die Politiker austauscht, bevor sie das Volk austauschen, wie das auch Bertolt Brecht einmal so schön gesagt hat in seinem Gedicht Die Lösung. Und ja, dementsprechend möchte ich eben noch einmal betonen, wir gehen mit unserer Propaganda nie gegen die Flüchtlinge, weil wir eben wissen, dass sie genauso Opfer dieser Politik sind, wie wir es sind, sondern konzentrieren uns eben dahingehend auf die herrschenden Politiker. Eine Idee wäre es nicht sinnvoll, dann tatsächlich eine Solidarität mit den Flüchtlingen zu suchen, ja, indem man einfach sagt, okay, wir fahren jetzt nach Dreiskirchen. Ja. Weil es ist ja so, weißt du, ich sehe ja auch, wie die zum Teil instrumentalisiert werden. Mhm. Ja, die über, ich sage jetzt mal von den extremen Linken, ja, ist es ja tatsächlich so, dass man die dann quasi als zum Teil als Feigenblatt vorführt, ja, und die dann bei Protestzügen mitgehen müssen, die halt von Menschen organisiert werden, die halt eher aus dem pro-amerikanischen Lager kommen, ja, oder sich auch solidarisieren mit einem revisionistischen Zionismus, wie er momentan herrscht. Ja. Das heißt, die sind ja ein bisschen im Stich gelassen, diese Menschen, und werden dann vorgeführt. Ja. Aber noch ein Stück zurück, weil da bist du mir ein bisschen ausgewichen. Das ist nämlich das, also das ist nämlich wirklich sowas, wo ich mir denke, das macht mir ein bisschen Sorge. Ja. Ja. Also das ist ja dieser Begriff der Querfront, den man ja, also ich war ja zeitlang aktiv bei den Friedensmahnwachen. Und uns ist man ja immer mit diesem Begriff der Querfront gekommen. Ich weiß, ich habe ein Video von einer Rede von dir gesehen, wo du darauf eingegangen bist. Ja. Genau. Und ich habe aber so ein bisschen die Sorge, dass ich da schon, weißt, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir P-News anschaue und die eben eine Amerika-Flagge und eine Israel-Flagge oben haben auf ihrer Homepage, ja, dann kommt da schon auch so ein bisschen die Querfront durch, ja, weil es gab ja auch Gegendemonstranten gegen die Friedensmahnwachen. Ich brauche dir wahrscheinlich nichts erzählen. Ja. Demonstranten, ja. Und die stehen halt dann auch da mit Amerika-Flagge und Israel-Flagge. Ja. Das heißt, sie sind es nicht, extreme Linke. Sie glauben, dass sie sind, aber diese sogenannten, selbsternannten extremen Linken haben ja dann eine gewisse Schnittmenge auch mit deinem Umfeld. Ja. Ja, und da, über kurz oder lang, kann es ja passieren, dass man sich dann wirklich in einigen Jahren auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Ja? Und das ist halt dann das Feindbild Moslem, ja? oder die Zuwanderer, ja? Weil die ja unsere Zivilisation bedrohen. Ja. Na, das ist sehr interessant, dass du es erwähnt hast. Verständlich? Also ich verstehe die Argumentation vollkommen. Ich bin jetzt vorher nur darauf nicht eingegangen, weil ich das jetzt dann kurz vergessen habe. ganzen Wortkaskan. Aber ich möchte gerne darauf eingehen. Also was du eben erwähnt hast, eben diese mehr oder weniger auf der Seite eben der Rechten, diese extrem islamkritische, pro-amerikanische, pro-israelische Richtung auf der einen Seite und dass eben auf der anderen Seite eben die Linken eben in ihrer antideutschen bzw. eben antinationalen Fasson, dass die mehr oder weniger eine große Querschnittmenge haben, gebe ich dir absolut recht zum Teil. Was ich halt glaube ist, dass eben, ich meine, ich will jetzt PI News, was jetzt einen zu krassen, also was jetzt diesen Pro-Amerikanismus betrifft und dieses ganze, wir müssen den Westen verteidigen und die Aufklärung und so, dahingehend will ich sie nicht in Schutz nehmen, weil sie damit eben die Problemverursacher verteidigen. Da gebe ich dir absolut recht. Was ich aber glaube, was die Mehrheit der Leute von PI News eben motiviert, dass sie das machen, das ist eben diese Sache eben mit der Überfremdung, eben mit dem großen Austausch, dass sie eben merken, okay, die Europäer werden immer weniger, die Ausländer werden immer mehr, wo suchen wir das Problem? Und da suchen sie sich halt dann eben die Gruppe, die natürlich mehr oder weniger unter den Ausländern eben die stärkste Identität hat, und das sind eben die Moslems, weil Moslems erkennt man, treten eben stark auf, sind auch in der Regel sehr gut organisiert, auch gerade in Österreich, Wien, Graz. Und dementsprechend werden die dann halt eben auch gern zu einem Feindbild hochstilisiert. Ja. Was wir Identitäre halt dazu sagen, also
wir wissen generell, dass eben das Hauptproblem eben nicht die Moslems sind. Die Moslems sind nicht daran schuld, dass wir unsere Grenzen nicht verteidigen. Die Moslems sind auch nicht daran schuld, dass wir Länder im Nahen Osten niederbomben, oder zumindest die meisten westlichen Staaten, Österreich hält sich ja da zum Glück raus, oder dass wir eben an irgendwelche Terrormilizen Waffen liefern, beziehungsweise eben selber nicht mehr genug Kinder bekommen, unsere Kultur nicht mehr hochhalten, sondern uns amerikanisieren lassen. Das sind nicht die Moslems daran schuld, sondern das sind wir selber. Das ist mehr oder weniger eben durch diese westliche Ideologie, die eben überall verkauft wird, machen wir uns selber kaputt. Aber das wird ja dann, wenn man sich ja dann quasi das Feigenblatt Islamisierung hernimmt, ja, um auf das, wie du sagst, auf die Selbstzerstörung, ja. Da lenkt man ja quasi ab davon, ja, da beschäftigt man sich ja dann kaum damit. Ja. Ja. Ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass unter den Zuwanderern, die haben viel höhere Geburtenrate als wir, ja. Obwohl viele von denen sozial viel schlechter gestellt sind als wir. Mhm. Und das ist halt etwas, das wird halt dann, darüber wird nicht geredet. Ja? Und da habe ich halt so ein bisschen den Eindruck, dass das gern gesehen wird, dass darüber nicht geredet wird, dass das auch gefördert wird. Sicher, ja? Und dass man dafür dann die Probleme immer an einer anderen Stelle sucht. Genau. Und zu dem Slogan, der große Austausch, das muss man den Identitären ja lassen, also das ist alles sehr griffig, ja, sehr, sehr, funktioniert sehr gut, ja, wie ihr euch präsentiert, ja, hat einen Schneid, ja, das zieht ein bisschen bei den Leuten, auch der Slogan, der große Austausch. Es findet tatsächlich ein großer Austausch statt, meiner Meinung nach, nur würde ich den jetzt nicht im Sinne einer völkischen Denke sehen, ja, sondern für mich ist es so die große Umverteilung, die eigentlich passiert. Ja? Also weil ja auch anhand der Flüchtlinge wird ja wieder dem Staat, ja, und dem der Bevölkerung massiv an Geld entzogen. Ja? Und das passiert ja auf allen Ebenen. Jede Krise führt ja letzten Endes dazu, dass man Länder, also es hat schon fast so ein bisschen was von einem Wirtschaftskrieg, der da stattfindet. Und ich sage halt dann die große Verarschung dazu, ja, was passiert momentan. Ja, weil man es nicht zulässt, ja, und die große Verarschung wird halt von unseren sogenannten Leitmedien durchgeführt, vorwiegend, weil die nicht zulassen, dass man wirklich an den Kern rangeht. Ja, ich sage, radikaler Humanismus, ja, ist gefragt. Ja, also wirklich an die Wurzel des Übels. Und das ist halt, ich meine, das klingt jetzt wieder anti-amerikanisch und so, ja, aber Amerika hat halt einfach ein ausgereiftes kapitalistisches System, ja, und daher sehe ich die tatsächlich als das Imperium momentan, Amerika. Und es gibt ja die These, dass diese Flüchtlingsströme gelenkt sind. Ja, ich weiß, dass es zum Beispiel den Thomas Barnett gibt, der das ja auch in seinen Büchern als Theorie entworfen hat, dass man so Europa destabilisieren kann. Die Bücher gibt es nicht ins Deutsche übersetzt, die gibt es überhaupt nur im Englischen. Ja, die kriegst du in keiner anderen Sprache. Und ob das jetzt bewusst herbeigeführt ist oder nicht, das lasse ich im Raum stehen. Persönlich glaube ich jetzt nicht, ja, dass man da Schlepperbanden bezahlt, damit die dann Flüchtlinge nach Europa bringen, um uns zu destabilisieren. Aber sie machen es ja so oder so. Ja, sie machen es ja so oder so. Durch die Bombardements in Libyen, ja, Syrien, die Unterstützung der Radikalen dort. Ja. Also es ist ja Tatsache mittlerweile, dass Amerika zumindest billigend den Kauf genommen hat, dass der Islamische Staat entsteht. Nee, sicher. Ja. Es ist Tatsache, dass die IDF, die israelische Defense Force, Kämpfer der Al-Nusra-Front in Militärkrankenhäusern wieder gesund pflegt. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben da ein System, die profitieren davon, dass man uns, ja, da meine ich dich, mich, da meine ich eigentlich die gesamte Weltbevölkerung, wie es so heißt, die 99%, dass man uns, den 99%, einfach kräftigst auf den Schädel scheißt.
Und das Problem ist halt, viele von uns machen mit. Ja. Viele von uns scheißen sich selber auch am Kopf. Ja. Mhm. Und da ja, wäre es halt meiner Meinung nach gefragt, da wirklich an die Wurzel des Übels ranzugehen. Mhm. Das vermisse ich bei euch. Okay. Ja, na, das ist sehr interessant. Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den man halt bei diesen ganzen Sachen immer beachten muss, also vorausgesagt, ich glaube auch nicht daran, dass die USA wirklich gezielt Schlepper bezahlen, um eben diese Völkerwanderung in Gang zu setzen. Ich glaube vielmehr, dass diese Völkerwanderung schlicht und ergreifend nur durch diese Politik des Chaos im Nahen Osten noch verstärkt wird. Ja. Ich glaube auch vor allem, dass diese Völkerwanderung oder dieser Nord-Süd-Konflikt, wie man das auch immer nennen will, dass das einfach dadurch entsteht, dass es eben in Europa einen enormen Wohlstand gibt und dass die Europäer ihre Grenzen nicht verteidigen. Ja. Deswegen kommen diese Menschen zu uns, natürlich auch durch die ökonomische Ausbeutung von Afrika und den Nahen Osten, eben durch den Westen, kommen diese Menschen auch zu uns. Das sind, glaube ich, hausgemachte Probleme zum Teil. Und eben schon vorher darauf angesprochen, also die Moslems sind es eben nicht, die uns daran Grenzen hindern, unsere Grenzen zu verteidigen und eben diesen großen Austausch zu beenden, sondern wir sind das eben selber, wir Europäer. Und ich meine, ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine völkische Komponente ist, sondern es ist schlicht und ergreifend eben dieses Bedürfnis eigentlich von jedem Volk, dass es einfach eben seinen Charakter bewahren kann, seine Identität. Ja, die Kultur. Genau, richtig, seine Kultur, eben auch die Abstammung, die kommt ja da auch irgendwie dazu mit. Und auf jeden Fall glauben eben wir Identitäre, dass es eben einmal wichtig ist, dass man diese Identität erhält, weil was unserer Meinung nach hinter diesen wahnsinnigen Morden im Nahen Osten steckt und überhaupt hinter diesem Globalisierungsprozess, der zur Ausbeutung eben dieses globalen Südens führt, ist unserer Meinung nach eben die politische Ideologie des Liberalismus. Und der hat eben nicht nur eben diese kapitalistische Seite, eben diese wirtschaftliche, sondern eben auch eine gesellschaftspolitische. Und diese gesellschaftspolitische Seite erkennt halt eben in diesen ganzen wunderbaren kollektiven Identitäten, die Menschheit eben geschaffen hat oder die Menschen für sich jeweils in ihren Kulturräumen, kennt sie eben nur das Individuum eben auf der einen Seite und die Menschheit auf der anderen Seite. Und das, was wozu eigentlich diese ganze kapitalistische Politik führt, hat ein japanischer Mangaka einmal sehr schön in einer Zeichnung ausgedrückt, wo man eben ein riesiges Hochhaus hat mit einem Trichter oben, das dann in letzter Konsequenz ein Fleischwolf ist. Und oben werden eben alle verschiedenen Völker und Kulturen der Welt eben eingefüllt. Und am Ende kommt dann eben Verschiertes raus, das dann eben auf den Asphalt gegossen, sich in lauter graue Einheitsmenschen verwandelt. Ja. Und das ist genau das, was wir eben ablehnen, warum wir Identitäre sagen, dass es eben eine Festung Europa braucht, dass man eben diese ganzen wahnsinnigen Wanderungsprozesse, dass man die aufhalten muss, weil das hat eben, haben unsere Kollegen in Frankreich aber so schön gesagt, bei der Besetzung der EU-Kommission in Paris, genau, das war sehr interessant, haben sie eben ein Transparent geschrieben, wo eben drauf gestanden ist, die Auswanderung tötet Afrika und die Einwanderung tötet Europa. Und ein afrikanischer Bischof Turkson, genau, der hat eben auch gesagt, dass eben Afrika durch diese enorme Wanderung auch irrsinnig viel Potenzial verliert und eben ausdünnt. Und letztlich glaube ich eben, und das ist der wichtige Punkt, deswegen muss man eben sagen, ist dieser große Austausch eben einerseits real und auf der anderen Seite schadet er eben auch den Völkern, die eben dadurch entwurzelt werden und eben zu diesen Wanderungen gezwungen. Ja, das, es stimmt, ja. Es ist ja so, dass Afrika leidet darunter, ja, dass junge Männer das Land verlassen, weil sie dort keine Perspektive haben und die dann einfach fehlen als Arbeitskräfte, ja, als Menschen, die wieder weiter Perspektiven geben und so. Aber jetzt, ich habe halt ein bisschen das Problem damit, weißt du, wenn du jetzt sagst, Grenzen dicht, fest in Europa. Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir haben unsere Erde, ja, ist ein Körper. Ja, ein Körper. Und der verletzt sich. Ja, nehmen wir mal an, da Bein ab. Ja. Und dann wird das abgebunden, die Wunde, damit es nicht weiter blutet. Ein natürlicher Reflex. Ja. Aber nur, wenn du diesen Druckverband dann nicht wegnimmst, ja, sondern es weiter zuschnürst und zudrehst, ja, dann stirbt irgendwann der ganze Körper, weil es entzündet sich und es vergiftet dich. Ja. Und da sehe ich halt so ein bisschen, und das jetzt als Gleichnis zur Festung Europa. Ja. Ich habe halt, es wird nichts bringen, einfach die Grenzen dicht zu machen. Weil es betrifft uns so oder so, ja, und so stark können wir die Grenzen gar nicht dicht machen, ja, wenn es dann wirklich mal zu extremen Revolutionen kommt, ja, in zum Teil.
Teil hochgerüsteten Ländern wie Saudi-Arabien oder Pakistan und so. Wenn man da jetzt nicht dagegen wirkt, dass es auch dort sich so eine Art soziale Revolution, aber nicht im Sinne der amerikanischen Staaten, sondern wirklich im Sinne der Aufklärung und wirklich im Sinne der Freiheit breit machen kann und dort auch die herrschenden Verhältnisse eingehen, dann kann es halt passieren, dass wir in 20 Jahren dann dort Regime haben, die über Atomwaffen verfügen und über Drohnentechnologie. Ja. Mhm. Und dann können wir uns gar nicht so dicht machen in Europa. Ja. Ja. Na, das ist ein guter Punkt, weil wir sagen eben einerseits Festung Europa, eben damit man letztlich Europa an sich, so wie es ist, eben erhalten kann und eben diesen großen Austausch, der letztlich eben zum Ende von Europa führen würde oder eben dazu, dass wir in ein riesiges Disneyland oder eben einen reinen Marktstandort transferiert werden. Das würde eben dazu führen, das wollen wir eben nicht, weil wir eben unsere Identität erhalten wollen, aber genauso gestehen wir das natürlich auch anderen Völkern auf der Welt zu. Ja. Und dementsprechend sagen wir, wie gesagt, dass eben diese Flüchtlingshilfe vor Ort stattfinden muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass natürlich eben diese Ausbeutungsverhältnisse, die eben damit einhergehen, dass man die beenden muss. Nur wenn man sich denkt, was ist zunächst einmal einfacher, dass man eben zuerst die eigenen Politiker austauscht, damit eben die Grenzen in Europa wieder dicht gemacht werden und dass man mal aufhört mit diesem wahnsinnigen Asylsystem, das letztlich nur dazu führt, dass diese Menschen ausgebeutet werden, dann ist wahrscheinlich der Schritt, der unter Anführungszeichen einfachere, auch wenn das natürlich auch schon eine Löwenanstrengung ist. Aber da gebe ich dir absolut recht, man muss eben auch den zweiten Schritt wagen und dann eben genau diese Ausbeutung eben stoppen, weil ich glaube, das hast du, ich weiß nicht, ob du das angesprochen hast, aber eben dieser Islamismus im Nahen Osten ist, glaube ich, abgesehen von der US-amerikanischen Unterstützung und der westlichen Unterstützung, die nochmal ein bisschen groß gemacht hat, ist er mittlerweile zu einem unabhängigen Faktor geworden, der eben auch ohne diese Unterstützung funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den man insgesamt nicht unterschätzen sollte, gerade wenn man sich eben so Anschläge wie in Frankreich anschaut oder anderen Staaten. Und ich glaube auch, und da würde ich dir vollkommen recht geben, auf dem Beispiel zurückzuführen, eben mit dem abgebundenen Bein, mehr oder weniger genau dieser Islamismus, der eben dort eben fröhliche Urstände feiert, der könnte dann natürlich eben auch auf Europa übergreifen und zwar in einem Maßstab, wie man sich das bis jetzt noch nicht gedacht hat. Also allein die Tatsache, dass die mittlerweile schon chemische Waffen erbeutet haben in Syrien und in Libyen, wird natürlich auch diese Konfliktlage etwas ändern. Dementsprechend glaube ich aber nicht, dass man das irgendwie mit den Werten der Aufklärung kontern kann, sondern schlicht und ergreifend dadurch, dass man den Menschen im Nahen Osten und in Afrika endlich einmal die Möglichkeit gibt, selbst die eigene Zukunft zu entscheiden, selbst das eigene Leben in die Hand zu nehmen, unabhängig von westlichen Neokolonialismus in Form von Entwicklungshilfe oder irgendwelchen Systemvorschlägen, wie man es am besten machen sollte, sondern ich glaube, das Beste in dieser Hinsicht wäre, dass man, abgesehen von der Hilfe eben in Bezug auf das Flüchtlingsproblem, dass sich eben Europa und der Westen endlich einmal aus den Angelegenheiten von diesen Staaten heraushalten, weil das, was wir im Zuge des Kolonialismus und des Neokolonialismus dort bereits an Unheil angerichtet haben, das ist mittlerweile schon so groß und himmelschreiend, dass man das endlich einmal sein lassen soll und den Menschen dort selbst die Möglichkeit geben, dass sie ihr Schicksal in die Hand nehmen. Also heraushalten in dem Sinn, ich würde gar nicht sagen, man muss sich zwingend heraushalten, ja. Ja, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, scheiß Westen, ja, und ja. Scheiß Europa und so. Ich mag es ja hier. Mhm. Ich auch, ja. Ja. Ich mag auch unsere Kultur. Ich bin der Meinung, dass wir schon auch anhand der Aufklärung große Schritte gemacht haben. Ja, und ich mag eigentlich so in der Gesellschaft weiterleben, wie sie ist. Ja. Ja. Von mir aus könnt ihr Identitären mit euren Flaggen rumlaufen und trommeln und schreien. Ja. Stört mich nicht, solange man mich in Ruhe lässt. Ja. Und genauso kann es eine Gay-Parade geben. Ja. Stört mich auch nicht, solange man mich in Ruhe lässt. Ja. Weil du sagst, Und ich meine, dass man so eine Entwicklungshilfe schon leisten kann, ja. Ja, aber anders, wie sie jetzt ist. Weil jetzt schaut die Entwicklungshilfe ja so aus, dass man den Dritte Weltstaaten Geld gibt, damit sie dann bei uns Waffen kaufen können. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das ist halt eine Entwicklung, die in die falsche Richtung geht. Ja. Und ich meine, das ist jetzt nur ein fantasievoller Wunsch von mir, ja, aber es wäre halt, ich würde halt, weißt, das Potenzial, was ihr habt, ja, mit eurer Kraft, ja, und mit eurer Präsenz, die ihr schafft, ohne großen Aufwand, ja, weil da starke Energie dahinter steht, das müsste halt in ein bisschen andere Richtung gehen, ja. Okay.
Ja, also ich finde die Richtung, in die das geht, ist zurzeit ganz gut und richtig. Wir glauben ja auch, dass eben Europa sich eben nicht eigentlich hauptsächlich über die Aufklärung definiert, weil die hat ja eigentlich erst diesen Westen hervorgebracht, so wie es ihn heute gibt, sondern wir glauben eben, dass Europa schon eben ein paar tausend Jahre älter ist und das, was uns eigentlich motiviert, mehr oder weniger politisch auf die Straße zu gehen, zu kämpfen in diesem Sinn, das ist eben, dass wir genau dieses Erbe eben erhalten. Und ja, ich finde, das Schöne an Europa ist, dass es eben nicht nur eben ein Wertekatalog ist, dass es eben nicht nur eben ein reiner Marktstandort ist oder eben ein neues kapitalistisches Disneyland, sondern Europa hat wirklich sowas wie eine Seele, genauso ja, wie Russland eine Seele hat, ja, Indien, aber, China. Aber das steht ja uns ja bevor. Ja? Man will uns ja zu diesem kapitalistischen genau Disneyland machen. Eben, aber dagegen müssen wir uns eben wehren. Ja, ja, aber nur, ich frage mich halt, ob da wirklich die Gefahr in den Flüchtlingen liegt, dass wir ja das kapitalistische Disneyland werden, oder ob das nicht im TTIP liegt, ja? Im mhm Freihandelsabkommen ja zum Beispiel. Na, im TTIP liegt das absolut auch, kann ja ich dir nur recht geben. Ja. Wir, aber das ja ist nicht Thema bei euch. Bei uns ist das nicht Thema. Naja, also wenn du dir jetzt ein bisschen was angeschaut, ja? Also muss man grundsätzlich sagen, wir haben einen Theorieblog, der heißt identitäregeneration.info. Okay. Da behandeln wir alle möglichen Themen in einer großen Breite. Wir sehen es halt eben so, dass wir eben als zivilgesellschaftliche, patriotische Organisation, also genauso wie alle anderen Graswurzelorganisationen, eigentlich das Problem haben, dass wir nicht eine breite Palette von Themen bearbeiten können, sondern wir wissen, okay, wir müssen uns auf ein Thema fokussieren und wenn das einmal abgehakt ist, erledigt ist, können wir weiterschauen. Und für uns ist halt eben dieses Thema zurzeit der große Austausch, weil wir wissen, wenn es in Europa keine Österreicher mehr gibt, keine Franzosen, keine Italiener, keine Deutschen, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob wir jetzt von den Amerikanern unterdrückt werden, ob wir jetzt eben ausgebeutet werden oder nicht, weil dann gibt es uns einfach nicht mehr. Dann ist eigentlich dieses kulturelle Erbe, das uns eben ausmacht, dann ist das weg. Und wir glauben halt, dass wir uns zuerst eben unsere Souveränität wieder zurückholen müssen, eben in dieser Hinsicht auch vor allem unsere Politiker austauschen müssen, die natürlich, wie wir spätestens seit dem NSA-Skandal wissen, ja ganz, 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 ganz tief drin auf der, ganz hoch drin auf der amerikanischen Gehaltsliste stehen. Und dementsprechend glauben wir, müssen wir zuerst einmal eben diesen großen Austausch beenden, der an unsere Substanz geht. Und dann können wir uns als identitäre Bewegung eben anderen Themen widmen. Großer Austausch beenden. Ja. Also wenn es ja tatsächlich diese Sorge mhm zutrifft, ja, dass wir irgendwie zurückgedrängt werden von Moslems, ja, dann würde das ja noch einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Ja. Ja. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mehr Schiss, dass es demnächst zu einem großen Krieg kommen wird, ja, ja, wo Russland und Deutschland mit drin hängen mhm und andere NATO-Staaten. Ja. Ja. Auch ein vollkommen berechtigtes Anliegen. Ja, aber das, ja? Wird ja, das ist ja nicht ja Thema bei euch. Ja, eben, weil wir uns eben auf ein bestimmtes Thema organisieren. Okay. Ja, also wenn man eben sich fragt, was kann man eigentlich gegen diese Politik tun, eben jetzt zum Beispiel gegen diese gescheiterte Flüchtlingspolitik oder diese Politik des großen Austauschs, dann denke ich, ist eben wichtig, dass man den Protest direkt an die Leute bringt, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel, dass man mal bei der Frau Mikl-Leitner in einer Pressekonferenz vorbeischaut und die unterbricht, dass man einen Herrn Sebastian Kurz einmal ordentlich die Show vermasselt, solche Dinge. Oder aber eben, dass man eben Proteste eben nicht vor Flüchtlingsheimen, wo eben Flüchtlinge drinnen sind, veranstaltet. Da sind wir eben absolut dagegen, weil wir eben nicht eine Pogromstimmung provozieren wollen oder etwas Ähnliches, sondern wir meinen eben, wenn überhaupt, dann eben vor Flüchtlingsheimen, die noch nicht bezogen worden sind, damit man eben hier einmal eben diesen Wahnsinn stoppen kann auf der einen Seite und eben die Regierung vielleicht einmal zum Einlenken bringen kann. Aber was wir eben vor allem glauben, man muss das auf die Straße bringen, man muss das vor die Rathäuser bringen, eben auch wenn es jetzt in kleinen Städten, Dörfern wie Fähre vor dem Bürgermeister, der eben zu verantworten hat, dass eben jetzt noch einmal 400 Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht werden. Und unsere große Vision ist halt, dass dieser Protest irgendwann einmal nicht nur in spektakulären Besetzungen münden wird oder mehr oder weniger spektakulären Verhinderungen von Asylheimen, sondern dass sich vielleicht auch einmal eben eine Menschenkette ums Parlament bilden wird, die so lange nicht auseinandergeht, bis die Regierung sagt, gut, wir beenden jetzt diese Asylpolitik, wir leisten Hilfe vor Ort, aber wir hören auf mit dieser selbstmörderischen Massenwanderungspolitik über das Asylrecht. Oder dass man eben endlich sagt, okay, wir machen jetzt endgültig einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz. Müsste man dann halt vielleicht einen Protest in Brüssel machen, damit eben hier was weitergeht. Ich denke, es ist einfach wichtig, wie das eben Ernst Jünger so schön gesagt hat, den Menschen wieder daran zu gewöhnen, dass eben der Widerstand gegen den Koloss, der auf tönenden Füßen steht, dass der möglich ist. Und das ist das, was mich eben so hoffnungsfroh macht, wenn ich mir diese ratlosen und zu Teil verzweifelten Gesichter unserer Politiker anschaue,
die gar nicht wissen, wie sie mit diesem Problem umgehen sollen, dann weiß ich, dass dieses System, so wie es jetzt ist, in einer tiefen Krise steckt. Ja. Und genau jetzt liegt es eigentlich an Leuten, eben entweder von der Identität und Bewegung, eben im Bereich jetzt eben Asyl, oder zum Beispiel eben Leuten von der Friedensmahnwache, was jetzt eben diese mehr oder weniger amerikanische Kriegstreiberpolitik mit Russland angeht, dass wir eigentlich genau hier in dieses Vakuum, das entsteht, eben hineingehen und sagen, gut, Leute, wir haben eigentlich Lösungsvorschläge. Wir haben eine Lösung, die vielleicht radikal anders ist als alles, was bis jetzt da war, aber damit kann man diesem Problem beikommen. Und ich glaube, das ist eben gerade so wichtig und das ist, glaube ich, auch, da will ich auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eben auch gar nicht ihre Existenzberechtigung absprechen. Ich finde es zum Beispiel auch sehr gut, dass es Organisationen gibt wie eben die Friedensmahnwache, die sich eben gegen diese Kriegspolitik stellen, oder eben andere Organisationen, wie zum Beispiel Global 2000, die eben gegen TTIP mobil machen. Ja. Es kann halt eben sich jede Organisation meiner Meinung nach effektiv immer nur auf ein Thema konzentrieren. Und ich glaube, es ist eben wichtig, dass eben genau in dieser Periode im derzeitigen Westen, der sich ja immer so demokratisch gibt, aber eigentlich eben, um auf den großen Austausch zurückzukommen, über die Köpfe der eigenen Bürger massiv drüber reagiert. Und da kann man zum Beispiel eben auch jetzt dieses neue Asylgesetz hernehmen, wo jetzt mehr oder weniger ohne Zustimmung der lokalen Bürgermeister Asylheime überall hingebaut werden können und die Quoten mehr oder weniger per Regierungsverordnung erhöht werden. Da kommt immer so diese Parallele zu den Produktionsquoten im Kommunismus, die erfüllt werden haben müssen. Und jetzt im Liberalismus sind es halt die Asylquoten, die man plötzlich überfüllen muss. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass Menschen wie wir zivilgesellschaftlichen Protest auf die Straße bringen, organisieren, damit man eben die Bürger endlich wieder daran gewöhnt, eben selbst das eigene Recht in die Hand zu nehmen, selber das eigene Schicksal zu gestalten. Weil die Tatsache, dass unsere Regierenden heute so über uns drüber regieren können, die ist eigentlich nur der Situation geschuldet, dass wir mittlerweile einfach sehr bequem geworden sind. Wir haben uns, also zumindest die meisten Österreicher und Europäer, haben sich irgendwie in dieser Konsumgesellschaft zurückgelehnt und sich auch teilweise von den Parteien entmündigen lassen. Und ich glaube, eben eine Demokratie ist eben nur ein Wort, wenn man sie nicht lebt. Und wenn man Demokratie leben will, dann muss man auf die Straße gehen, dann muss man auch selber wieder dazu bereit sein, Demokratie zu gestalten. Ja. Gut, du hast gesagt, die Ratlosigkeit ja, der Regierenden, die Ratlosigkeit der Politiker, die Ratlosigkeit der Journalisten. Es ist tatsächlich so, dass es eine große Verwirrung und eine große Ratlosigkeit gibt, ja, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass das alles Unmenschen sind, ja, unsere Regierenden, unsere Medienvertreter, sondern dass viele von denen ja tatsächlich aus einer aufgesetzten guten Absicht heraus agieren. Mhm. Ja. Jetzt sehe ich die Aufgabe für mich, ich rede jetzt nur für mich, ich bin nicht quasi als Vertreter der Friedensmacher, ja, da, sondern als, ich würde jetzt fast sagen, als Nicht-Kampftherapeut. Okay. Ja. Und ich sehe meine Aufgabe darin, nicht den Konflikt zu schüren. Mhm. Ja. Und das muss ich euch ein bisschen zum Vorwurf machen, das macht ihr. Der Konflikt durch diese Gegenhaltung wird mehr Druck erzeugt. Ja. Und diese Attitüde ist für mich ähnlich dann wie die Gegenhaltung als Beispiel jetzt NoWKR. Okay. Ja, auch wird dir nicht gefallen, damit verglichen zu werden. Aber vom System ist es ähnlich. Ich finde es lustig. Ja. Es ist systemisch ähnlich, weil es eskalierend wirkt. Mhm. Und ich meine, es wäre wichtig, deeskalierend zu sein und deeskalierend auch unseren Regierenden, unseren Medienmachern beizubringen, dass sie gefälligst beide Augen aufmachen müssen, beide Ohren aufmachen müssen und schauen sollen, was da draußen wirklich passiert in der Welt. Ja. Ja, und das geht halt, unsere Politiker kriegen halt irgendeinen Pressespiegel vorgelegt, ja, wo sie dann rausziehen, wie super sie sind, ja, oder wie böse sie von allen gemacht werden. Und da sehe ich halt jetzt, das ist so die große Herausforderung ist quasi, die öffentliche Meinung an die veröffentlichte Meinung anzupassen. Absolut, ja.